Hallo zusammen, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Diesmal will ich euch wieder ein paar Neuzugänge bei mir präsentieren. Ich denke mal, dass das die letzte Folge Comic-Einkaufsliste für dieses Jahr wird. Das Jahr geht ja zu Ende. Es werden zwar noch einige Sachen wahrscheinlich in diesen letzten Wochen oder diesen letzten Tagen des Jahres gekauft werden, aber ich glaube nicht, dass ich dann noch ein Video dazu mache. Das präsentiere ich euch dann entweder im Januar oder lasst das dann auch weg, weil das jetzt auch nicht mehr so viel ist. Es ist auch heute nicht so viel, aber ich fand, dass es sich nochmal gelohnt hat für so eine kleine Folge. Das ist zum einen hier als erstes Batman 21 natürlich. Das sind ja eben so die Serien, die ich sowieso lese. In den Fängen von Poison Ivy gefällt mir sehr gut das Cover. Beginnt auch wieder eine neue Storyline, wie hier oben zu sehen ist, neue Story. Ja, Batman 21, da muss ich mal gucken, ob das nummerntechnisch noch weitergeht. Genau, das geht im Januar noch weiter, weil einige Serien ja jetzt auch ihrem Ende entgegenlaufen und andere ja scheinbar noch weiterlaufen. Das weiß ich im Moment gar nicht so genau, wer jetzt wie weiterläuft und wer nicht. Ich glaube, Superman wird bald abgeschlossen, weil ja dann der Bendis Run irgendwann auch anfängt in Deutschland. In Amerika ist er ja schon dran. Ja, wie dem auch sei, Batman 21 hier. Klar, Detective Comics und Superman 21 werden dann noch kommen. Und noch so ein paar Sachen muss ich mal gucken, ob ich das dann zeitlich noch schaffe, weil tatsächlich in den letzten Tagen wenig Zeit gehabt. Sehr interessant, hier Spider-Man 30 mit 76 Seiten, auch relativ dick. Ich muss mal gucken, ob da tatsächlich drei Hefte drin sind. Ja, tatsächlich drei Amazing Spider-Man, 797, 798 und 799. Das ist eben nicht die letzte Ausgabe, wie einige sich scheinbar gedacht haben, weil der Sir Acer hatte mich darauf aufmerksam gemacht vor ein paar Tagen, als das rauskam, beziehungsweise noch bevor das im Handel war, konnte man das auf der Panini-Seite zwischendurch gar nicht mehr bestellen. Dann ging es wieder kurz, dann wieder nicht. Ja, entweder haben sie da irgendwie zu wenig von gedruckt oder es gab irgendwelche anderen Probleme. Sir Ace hatte schon vermutet, dass viele vielleicht glauben, dass das die letzte Ausgabe dieser Reihe ist. Ist es aber nicht, obwohl im nächsten Monat eine neue Spider-Man Ongoing anfängt im Januar. Aber es gibt diesen Monat eben zwei Hefte, nämlich die 31 hat dann Amazing Spider-Man 800 drin, also das Finale von Dan Slott praktisch. Und hier hinten sieht man eben, dass es dann mit einer neuen Spider-Man 1 weitergeht, genauso wie bei den Avengers, genauso wie bei Deadpool. Alles dann im Januar unter dem deutschen Titel Die echten Helden sind zurück, weil viele eben ja wieder in ihre alten Rollen schlüpfen. Da bin ich auch mal gespannt, ob ich dann auch bei den Avengers wieder einsteigen werde, mal seit längerer Zeit. Habe ja jetzt dieses Ganze, was jetzt in den letzten Jahren lief, teilweise auch gar nicht verfolgt, nur am Rande. Ja, auf jeden Fall dieses Heft auch mit 6,99 etwas teurer als normal, weil wie gesagt drei US-Hefte drin. Dann haben wir hier etwas Besonderes in dem Sinne, weil es zum einen eine finale Ausgabe ist und weil es eine Serie ist, die ich eigentlich gar nicht kaufe, wovon ich auch nur außer diesem nur ein Heft tatsächlich habe, soweit ich weiß, müsste eins sein. Die Rede ist von den Simpsons Comics. Wir haben hier die Nummer 248. Das ist die finale, letzte, allerletzte Ausgabe dieser Reihe. Die Reihe wird eingestellt. Da steht auch die große Abschlussfeier. Das liegt vor allem daran, dass einfach in den USA, Bongo Comics macht das ja in den USA, die haben schon vor ein paar Monaten die Reihe eingestellt, weil die Verkaufszahlen immer weiter absackten. Sprich, Panini hat einfach auch keinen Nachschub mehr. Natürlich läuft diese Simpsons Collection weiter, sodass man weiter Simpsons Comics in Deutschland jetzt hat. Aber die Ongoing hier, die wird eingestellt und das nach 22 Jahren. 1996
die erste Nummer gekommen, bis zur Ausgabe 248. Ich wünschte wirklich, dass auch mal deutsche Serien der Superhelden mal wieder in diese Bereiche kämen. Das waren ja, bei Marvel war es ja im Grunde zuletzt die Spinne-Heftserie von Condor, die 259 Ausgaben hatte. Ja, ich finde das gut. Lieber ist mir das, als stellen alle zwei Jahre eine neue Nummer 1. Ja, habe ich mir dann einfach mal gekauft, wollte einfach die Simpsons dann mal haben. Ich bin nie so hinter den Comics her gewesen. Wie gesagt, ein paar Gratis-Comic-Ausgaben gelesen. Ich habe eine reguläre Ausgabe, die 61 oder so, keine Ahnung. Und habe das nie auch noch verfolgt. Bin aber ein großer Fan der Zeichentrickserie tatsächlich. Also ich mag die Simpsons tatsächlich. Die Comics sollen ja, die älteren Comics sollen ja auch ganz gut gewesen sein. Die neueren ja nicht so gut. Aber ich wollte mir eben diesen Abschluss hier mitnehmen. Wie gesagt, von 96 bis, bis 2018 dann jetzt gelaufen. Ja, was soll ich dazu noch sagen? Werde ich auch einfach mal eine Review zu machen. Kommen auch gleich nochmal zu den Simpsons in anderer Form. Und zwar habe ich mir jetzt noch zwei Trade Paperbacks habe ich hier noch als Neuzugang liegen. Und zwar einmal hier ist das vom Dantes Verlag. Und zwar ist das einmal Usagi Yojimbo. Da wollte ich immer mal schon mal was von haben. Also ist hier Band 1, der Ronin. Das ist ja dieser Hase, der eben als Samurai, als herrenloser Samurai umherzieht. Das Ganze spielt in einem, hier muss ich nochmal gucken, Ende des 16., Anfang des 17. Jahrhunderts in einem fiktiven Japan. Ja, der Clou ist eben, also man hat hier so eine klassische Samurai-Geschichte. Der Clou ist eben, dass diese ganzen Akteure eben Tiere sind, die sich menschlich verhalten. Mir fällt jetzt auch nicht der Begriff. Da gibt es auch so einen bestimmten Begriff für, wenn man Menschen wie Tiere, also wenn du Tiere zeichnest, die aber menschlich handeln, die gehen, die ganz normal alles machen, was Menschen machen. Das ganze Ding ist in Schwarz-Weiß. Und da werde ich auf jeden Fall dann eine Review zu machen. Ja, bin ich schon sehr gespannt zu. War ich schon lange hinterher. Also ich habe einen US-Comic, glaube ich, digital von gelesen. Auf jeden Fall war das schon länger hinterher. Dann auch vom Dantes Verlag habe ich mir noch hier geholt Usako Yojimbo, also ich muss mich auch an den Namen gewöhnen, Usagi Yojimbo, und zwar sein Crossover dann mit den Turtles wiederum, ne? Die Turtles, mag ich ja eh, und dann dieses Crossover habe ich mir dann auch nochmal geholt. Das wiederum ist dann natürlich in Farbe auch, ist aber auch hier von diesem Stan Sakai und Tom Lute in dem Fall. Dieser Stan Sakai ist dann auch hier der Macher. Das ist eben der Kopf hinter diesem Usagi Yojimbo. Ja, was für ein Name. Eigentlich gar nicht so schwer, aber irgendwie kriege ich es nicht hin. Ja, hatte dann der auch natürlich gezeichnet. Ja, bin ich mal gespannt. Also zu diesen beiden Sachen wird es auch Reviews geben. Ihr habt diese beiden Sachen auch schon bei dem André von Team Comics von 86 gesehen. Also das auf jeden Fall. Ich meine, Band 1 hätte er auch gehabt. Ja, dann, da bin ich wirklich sehr gespannt auf diese beiden Sachen. Dann habe ich hier noch zum Abschluss etwas. Ja, ich habe jetzt nach 22 Jahren, da sind wir wieder bei der Zahl 22, 22 Jahre Simpsons, und ich habe auch nach 22 Jahren tatsächlich mal eine Serie auch vervollständigt. Und zwar ist die Rede von der Superman-Heftserie vom Dino Verlag. Es gab, und zwar der ersten, die zweite, dieses Man of Steel, da brauche ich noch ein paar Ausgaben, aber diese erste Heftserie.
Die hatte 70 normale Ausgaben und 15 Specials. Und ich hatte ja in den letzten Jahren so ein paar Lücken geschlossen auf den Messen und so. Und mir fehlte jetzt am Ende nur noch Special 1. Und hier ist es, Freunde. Special 1, das hatte ich natürlich vorher auch schon gesehen. Immer mal, aber mit teilweise 5, 6, 7 Euro war mir das tatsächlich zu teuer. Dann hatte ich mal eins gesehen, das irgendwie günstiger war, aber scheiße aussah, im wahrsten Sinne des Wortes. Und das hier sieht eigentlich sehr gut aus, wie ich finde, und hat mich so circa 3 Euro gekostet. Also es waren 2 Euro, also 1,99 an sich. Und ich meine, dass er noch 1 Euro Versand, also es war auf jeden Fall Versand drauf. Ja, musste so 1 Euro oder 1,10 oder so war da noch Versand drauf. Ja, und damit habe ich eben dann dieses erste Special jetzt auch noch. Und das bedeutet, dass ich diese ganze erste Serie von Dino über Superman, ja, komplett habe. Und das, nachdem sie 1996 angefangen hat. Ja, finde ich schon eine super Sache. Ich habe jetzt hier, und jetzt kommen wir nochmal zu den Simpsons. Lustigerweise ist hier hinten eben auch drauf Werbung fürs erste Simpsons-Comic, was ab dem 4.11.1996 in die Läden kommen sollte. Und 2018 haben wir dann das letzte, ne? Das auch eine schöne Sache jetzt. Also ich finde es eigentlich nicht so schön, dass es jetzt aufhört, weil ich mit den Simpsons, weil ich immer gerne das habe. Obwohl ich sie ja selber jetzt so nicht verfolgt habe in Comicform, sondern nur als Serie, mag ich das, wenn so Serien lange sich am Markt halten. Das ist irgendwas. Ich hab immer gerne mal in den Kiosken so ein Simpsons-Heft liegen sehen, ne? Ja, und ist immer schade, wenn sowas zu Ende geht. Auf jeden Fall, ich hoffe für euch eine interessante Folge. War jetzt nicht so viel, aber mal was von einem ganz anderen Verlag. Dann endlich. Und eben das Ende der Simpsons. Wie gesagt, dazu auch eine Review zu den Trade Paperbacks. Eine Review-Hefte muss ich ja gucken, wie ich die hinkriege. Hier weiß ich noch nicht. Da mache ich vielleicht mal eine extra Reihe an Reviews. So ähnlich wie der Kane das mit Daredevil macht. Wo ich mir komplett diese Dino-Heftserie mal vornehme, Schritt für Schritt. Ja, da gucken wir mal. Da bedanke ich mich bei euch für eure Aufmerksamkeit und wünsche euch noch einen schönen Tag oder schönen Abend. Bis dann. Ciao.